Ohne die Araber geht gar nichts. Tja, alleine wegen dem Öl. Das war schon im Mittelalter so. Im finsteren Mittelalter? Ohne die Araber hätte man damals von den alten Griechen kaum was gewusst, von deren Philosophie und Wissenschaft. Naja, die gläubigen Christen schrieben immer nur die Bibel ab. Mehr machten die auch nicht. Erst von der Übersetzung ins Griechische, ins Arabische, dann weiter ins Lateinische. Der Weltsprache damals, so wie jetzt das Englische. Aber sag mal, war es denn im Islam einfacher als im Christentum, sich mit der heidnischen Philosophie zu beschäftigen? Oh nein, die muslimischen Philosophen hatten genau solche Schwierigkeiten, waren wie die christlichen Philosophen oft als Ketzer verschrien und wurden angeklagt. Weswegen denn? Zum Beispiel hat der Averroes im Anschluss an Aristoteles gelehrt, dass in der Ewigkeit nicht die einzelnen Seelen existieren, sondern wir alle eine gemeinsame Seele wären, ohne individuelle Unterschiede. Denn alles Individuelle sei sterblich. Oh weh. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen würde. Alle eins? So ganz ohne Unterschied? Aber es geht ja nicht darum, was einem gefällt, sondern wie man sich überhaupt denken kann, dass es nach dem Tod des Körpers etwas gibt. Wenn überhaupt was kommt. Na, irgendwas kommt sicher. Aber ob es für einen selbst kommt oder ob man ich, du, er, sie, es dann überhaupt noch unterscheiden kann, wer soll das schon sagen? Mich gruselt es. Den damals auch. Deshalb wollten sie es unbedingt wissen. Also ich würde schon gerne ich selber bleiben. Davon ging die offizielle Theologie auch aus. Schon allein, weil sonst das ganze Prinzip mit Himmel für die einen, Hölle für die anderen im Grunde nicht funktioniert. Verstehe. Der Averroes dachte nicht so elitär. Meinte, die ganzen Toten kommen in einen Kochtopf, sozusagen, und dann wird umgerührt. Nix Extrawurst für der eigenen Religion. Obwohl ich persönlich Ja? so eine Extrawurst mit Senf und Soße wäre nicht schlecht.